Herzlich willkommen zurück zum Let's Play FIFA 12 Ultimate Team. Wir sind hier im Halbfinale dieses Pokals. Hä, wir müssen auf Halbprofi spielen. Wanderpokal. Komisch. Ich hätte jetzt gedacht, das Pokal ist auf Amateur. Oder haben sich die Schwierigkeitsgrade da geändert? Muss ich mal im nächsten Spiel drauf gucken. Es könnte sein, dass wir da dann auf Profi spielen. Aber jetzt geht es los hier mit diesem Spiel. Ja. Gegner sagt mir leider wieder nichts. Und Spieler werden wir da wahrscheinlich auch nicht so kennen. Ihr vielleicht schon, keine Ahnung. Was ich für ein Fußballsuchtiges seid. Jetzt geht es los hier. Halbprofi jetzt. Und da ist Xisco los, kommt schon. Ach, schade. Da regt er sich fast schon ein bisschen auf, vielleicht über sich selber, weil er die Chance nicht verwandelt hat. Aber Abstoß vom gegnerischen Torhüter und da sind wir gleich wieder am Ball. Kim Song-duk, Xisco. Matthijs. Ja, da machen wir gleich den schnellen Einwurf los. Gut, da ist nämlich kein Außenverteidiger mehr da gerade. Junglas. Ach, komm schon. Schade, er hätte noch nachsetzen müssen, aber Spielewechsel hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ach, verdammt, schlechte Verteidigungsarbeit im Moment. Ah, da haben sie Glück. Aber machen nichts draus. Radu. So einen Ball kennen wir. Auf ihn. Und Radu. Kommt Adriano rausgeprescht aus der Defensive, obwohl er eigentlich Mittelfeldspiel ist. Stand er da sehr defensiv. Egal, weiter geht's. Ach, wieso tackelt er da nicht? Hat auf einmal einen Ball. Und Plante hat den natürlich dann. Noch 0 zu 0. Es ist natürlich auch schwierig, sich von Spiel zu Spiel immer wieder umzustellen, was die Schwierigkeitsgrade bedeutet, angeht. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch die ganze Zeit auf Halbprofi gespielt und ich habe es nur nicht gerafft, keine Ahnung. Ach, schade, es war sogar abseits von Xisco. Ach los, wir müssen jetzt endlich ein Tor schießen, es ist nur das Halbprofi, da können wir eigentlich durchlaufen fast. Ich glaube schon, dass der Gegner hier ein bisschen besser ist als der letzte, aber es kann auch wirklich an der Schwierigkeitsstufe liegen, die jetzt, glaube ich, echt ein bisschen höher ist, weil ich war mir schon eigentlich relativ sicher, dass wir zuvor auf Amateur gespielt haben. Aber es ist ja immerhin auch was Neues dann. Dieser Pokal, wo dann die Schwierigkeitsstufen wechseln. Und Kim Song-duk, er ist da ganz durch. Und Xisco, da kann ich doch gleich einen Schluck Bier trinken. Eklig, weil es Pilz ist, aber macht ja nichts. Weiter geht's. Kim Song-duk holt sich gleich wieder einen Ball. Unglaublich. Also der macht ein richtig gutes Spiel. Richtig gutes Pokalspiel hier allgemein. Oh, perfekt wieder. Und da soll es Kissen haben wir mal machen, aber der Verteidiger steht da im Weg. Verlieren wir den Ball, aber der Ball springt dann auch noch glücklich wieder zu uns. Kim Song-duk. Wer denn sonst? Kim Song-duk schießt dann Verteidiger direkt an. Es gibt Eckball. Adriano soll den, oder wohl, soll er den halt machen, auch wenn er ein größerer Spieler ist und dann vielleicht da in der Mitte auch was reißen könnte. Xisco, Tor. Nach einer Ecke von Adriano. Zum Glück haben wir ihn schießen lassen, weil die war gut. Kann ich.
Ach verdammt, verdammt. Ja, Xisco mit der Nummer 3. Es gefällt mir nicht so, aber die können wir leider nicht ändern, die Nummern. Ultimate Team Modus. Und ja, da ist der Radu. Aber startet zu spät, aber holt sich den Ball los. Springt da drüber, bringt die Flanke auf Xisco. Und der Torwart steht da ganz komisch am Eckball. Nicht am Eckball, am Pfosten bleibt er hängen. Und es steht 3:0. Da bleibt er am Pfosten hängen. Unglaublich. Radu da blitzschnell reagiert mit der Flanke. Und der Torwart bleibt echt am Pfosten hängen, kann nicht. Doppelpack von Xisco jetzt. Und er hat gleich wieder den Ball. 6 Schüsse aufs Tor, 3 Tore, 50%. Der Schuss ist noch auch Tore. Das ist schön. Und Kim Song-Duk mit dem Pfannschuss. Aber der Torwart hat ihn. Ach, da kommen wir nicht mehr ran. Aber direkt mit dem schnellen Einwurf. Los. Ach, dahin wollte ich doch nicht. Ich wollte zu Kim Song-Duk, den ich mittlerweile auch kenne aus FIFA hier halt, aus diesem Modus. Weil er einfach mega abgeht eigentlich. Jetzt Radu. Sergio Radu. Ach, schwacher Schuss. Aus relativ kurzer Distanz. Kurze Entfernung. Plante mit dem Abstoß. Und steht doch noch zur Halbzeit. Vor der Halbzeit 3:0. Ja. Jetzt der erste richtige Angriff vielleicht von. Auch nicht. Das ist direkt wieder. Fehlpass und ja, da kommt Radu ran. Sergio Radu. Und Kim Song-Duk. Ach, boah. Harter Zweikampf, aber Ball gespielt, aber es tat bestimmt weh. Ach, verdammt. Schlechter Pass. Halbzeit. 3:0 steht. Haben wir es doch noch gut gemacht. Dreimal Xisco. Nicht Doppelpack, wie ich vorher sagte. Nein, Lupenreiner Hattrick hat er geschossen. Wieder kein Torschuss vom Gegner. In der Halbzeit. Vor der Halbzeit. Ja, in der Halbzeit geht er aber schlecht. Ja, okay, geht schon. Aber es macht wenig Sinn. Oh, Kim Song-Duk macht das echt genial. Sergio Radu. Kim Song-Duk. Kriegt er den noch? Nein, okay. Einwurf für Schalke. In Liverpool-Trikots. Und Kim Song-Duk. Oh, das war ein guter Schuss, aber leider vorbei. Ich wette, ein Götze oder sowas hätte schon mal reingemacht, auch wenn es jetzt mit dem linken Fuß zu schießen war hier in dieser Situation. Carroll. Douglas, Radu. Xisco. Ach, das Xisco. Ah, schade. Lässt er sich den Ball wegschnippeln. Ja, die Passgenauigkeit eines Spielers bringt den Gegner. Der gegnerischen Mannschaft relativ wenig. Boah, viel zu weit. Ich hab's wieder nur angetippt. Schade. Naja. Ich plantiere wenigstens auch eine Parade. Kurzweise noch. Und das ist jetzt nicht wirklich so. Ach, schlecht von Radu. Hätte ich ein bisschen früher passen sollen. Und jetzt Kim Song-Duk. Radu. Kim Song-Duk. Los, bleib doch dran. Der rennt da am Gegenspieler vorbei, obwohl der Ball immer noch hinter ihm liegt. Oh nein, da rennt er echt im Gegner rein. Ja. Abteil. Jetzt mal der Gegner in unserer Hälfte. Aber gleich wieder
Trotzdem war der Ball, aber... Hey, was soll das? Richtiges Rumgehacke hier. Los, Adriano, kommt doch da mal ran. Ach, schade. Ist eigentlich auch kein schlechter Spieler. Radu. Adriano, ach, was war das? Er hat sich fast noch mal wieder zurückgeholt. Das ist genau das, was ich meine. Das ist Teil meiner Spielweise. Ah, da rennt zwei vom Ball weg. Gut. Schön. Ach man, da stolpert Cisco. Radu. Oh, was war das von Cisco? Trifft den Ball nicht. Und Treffer von Sergio Radu. Kann man so machen. 4:0 nach 72 Minuten. Es geht hier viel zu einfach. Kim Song-duk belohnt es sich noch für dieses auch gute Spiel heute. Ach, schade. Bis jetzt noch nicht. Chires. Diallo. Das ist lustig. Ich habe ja ganz am Anfang dieses Let's Play gesagt, diese Videos von diesem Let's Play werden relativ selten, beziehungsweise ja, nicht so häufig kommen oder nicht so regelmäßig kommen. Genau, regelmäßig habe ich es gesagt. Aber irgendwie macht es mir gerade so Fun, dieser Modus. Das ist echt richtig geiler Modus, den ich jetzt erst ja richtig für mich entdeckt habe. Und es sind auch relativ viele Videos gekommen. Obwohl ich ja eigentlich viel zu tun hatte, weil ich ja viele gute Spieler mir eigentlich geholt habe. Und da habe ich mir schon Münzen erarbeiten müssen, richtig, aber es hat trotzdem geklappt, relativ schnell sogar. Und deshalb kamen auch richtig regelmäßig eigentlich Parts, sogar fast regelmäßiger als bei meinen anderen Let's Plays, also so kann es laufen, aber es freut mich natürlich. Und jetzt Junglas. Ach, Eckball gibt's. Vielleicht nochmal ein Kopfballtor von Cisco, das wär's doch. Da sehe ich ihn doch. Richtig, da ist er. Cisco. Oh, Kim Song-duk. Ach, etwas tiefer angesetzt und der wäre vielleicht reingegangen. Aber Cisco schon wieder mit einem guten Kopfball. Der gefällt mir. Ja, ich habe mich immer noch entschieden, ob ich mir danach irgendwann mal eine Bundesliga oder eine Premier League. Ich meine, es ist eine Bundesliga-Mannschaft oder eine Premier League-Mannschaft mache. Ich würde sogar vielleicht beides machen, so als A- oder B-Mannschaft. Aber bis jetzt ist ja noch halb-halb. Adriano ist nicht langsam. Cisco, und da kommt Kim Song-duk. Aber Cisco kriegt den Ball da nicht am Gegenspieler vorbei. Smith, per Kopf, nein. Radu jetzt. Auch mal die Chance zur Flanke. Es steht noch viele von der Ecke. Nein, sind alle wieder zurückgelaufen, aber Cisco stand da. Cisco der einzigste mit einem Torriecher. Alle anderen sind gleich wieder nach hinten gerannt, obwohl noch mal eine Flanke nach innen geschlagen wurde. Das war's. Wir sind im Finale, Leute. Wir sind im Finale. Dreimal. Ja, doch, dreimal. Cisco. Mann, das Spiel ist auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächsten Part sehen wir das Finale. Danach wieder geht es mit der Goldmannschaft ran. Zumindest glaube ich das. Kommt drauf an, was für ein Pokal es gibt. Auf welcher Schwierigkeitsstufe und was für Sachen wir da erfüllen müssen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.